Ah, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei 10 Minuten Gaming mit unserem guten Truin Rogel Jenkins und mir, eurem Moderator. Und ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und wir müssen uns jetzt bei Kommandant Molotow melden. Am einsamen Grat. Ach, da müssen wir hinlaufen sogar. Genau, da können wir nicht mit der Raketenbahn hinfahren, so traurig das klingt. Da müssen wir wirklich hinlaufen. Wir können ja nochmal unterwegs gucken, ob wir unser Wildbret vielleicht noch, also noch ein paar Hirsche finden fürs Wildbret. Auch wenn ich dahingehend irgendwie die Hoffnung so langsam verloren habe. Aber das macht ja nichts, das macht ja nichts. Ja, in der letzten Folge haben wir richtig, richtig gut viele Quests abgeschlossen. Das war natürlich voll super so, ne? Und hier ist übrigens kein Wildbret. Und wir gehen jetzt mal zu Kommandant Molotow. Und ja, es ist ein Goblin. So Namen können nur Goblins haben. Okay, beschafft euch 12 Militärversorgungspacks vom mittleren Minenfeld. Yeah, wir dürfen in ein Minenfeld. Tötet Kriegsherr Krelian und beschafft euch die BGG. Benutzt die Goblin-Mörser, um 60 Angreifer der Goldfürsten zu töten. Oh, die Quest mag ich. Die Quest mag ich. Die machen wir auch als allererstes. So, da kannst du nämlich hier einfach so richtig schön in so einen Mörser rein, ne? Oh, nicht in verwandelter Gestalt. Okay. Dann kannst du hier einfach mal so drauf schießen und kannst hier mal ein paar Angreifer einfach so umklatschen. Ne? Also die Quest finde ich echt mega cool. Ach komm schon. Ich gehe jetzt in eine andere Kanone. Oh oh. Funktioniert aber ja noch nicht so gut hier. So, hier sind noch ein paar Riesen. Aber die zählen nicht, okay. Och, Menno. So, da hinten kommt gerade noch eine Truppe an. Wie viele fehlen uns denn noch? Ich nehme jetzt noch mal eine andere. Okay, mit der können wir gar nicht. Oh, Blizzard. Ich nehme jetzt mal hier so eine vordere. Damit geht's auch nicht viel besser. Oder es ist bewusst so gemacht worden, weil das die Goblins hergestellt haben. Probieren wir nochmal die da hinten aus. Ich glaube, mit der Quest sind wir erstmal beschäftigt, ja. Also mit der hier geht's noch recht gut. Und wir haben ja schon 36 von 60, jetzt schon 40. Und ich schieße jetzt einfach mal so wild hier rum und versuche irgendwas zu treffen. Hauptsache, es explodiert nicht direkt hier vorne dran. Das finde ich, wie gesagt, mega lästig. Näher nee, an der Kameraführung liegt es auch nicht. So, 48, 51. Also ich glaube wirklich, dass die Quest hier so ein bisschen verbuggt ist. Aber das macht nichts. Ne? Wir stehen hier einfach mal entspannt und schießen auf die Naga, so heißen die Viecher. Wir müssen jetzt auch nur noch vier erledigen. Das geht ja relativ zackig, denke ich mal. Hoffe ich. So, da kommt gerade noch ein Trupp. So.
60 erledigt. Gott sei Dank. Jetzt ganz schnell. Oh je, da kommt der Tauchenpala. Der wird auch noch seinen Spaß damit haben. Oh, dann geben wir die Quest nämlich direkt an und dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal waghalsig ins Minenfeld. Ja, ja, ja. So. Oh, und schon wieder Level up. Yay! Level 13. Aber keine neue Fähigkeit bekommen. Nee, 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 nee. Obwohl, wir können auch erstmal den Kriegsherr Krillian unboxen. Ich glaube, das machen wir auch zuerst, weil ich hab jetzt einfach mal Lust, ein NPC, weil hier ist das Minenfeld und das ist echt nicht gerade leicht. Da muss man sich echt ganz gut konzentrieren, wenn man da reinläuft. Weil wenn man da in eine Mine reinfällt, dann ist alles vorbei. Dann fliegt man nämlich 1000 Kilometer gefühlt durch die Luft. Und das wollen wir ja nicht. Oh, da greift einer schon den Typen an. Wir machen einfach mal mit. Und ja. Okay, wir haben die BGG, aber noch nicht Kriegsherr Krillian getötet. Da müssen wir einfach noch mal ein bisschen warten. Aber der respawnt bestimmt gleich sofort. Wir können in der Zwischenzeit hier schon mal die Vorräte einsammeln. Das müssen wir auch machen. Dann haben wir nämlich schon 4. Siehst du mal, haben wir schon ein Drittel eingesammelt. Oh, hier liegt sogar noch mehr. So, das machen wir jetzt einfach mal. Liegt hier sonst noch irgendwer rum? Brauchen wir gar nicht so viele im Minenfeld einzusammeln. Okay. Der Leichnam ist schon despawned. Das heißt, es kann nicht mehr lange dauern, bis er hier dann auftaucht. Na komm, spawn schon. Da ist er. So. So, der war aber gar kein Problem für uns. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch direkt in das Minenfeld. Und sammeln da das ein. Und dann dürften wir auch von der Zeit mal wieder so perfekt hinkommen. Nee, nee, nee. Das ist das geborene Talent, einfach immer perfekt abstimmen zu können. Ich muss dafür zugeben, dass ich bei Alice regelmäßig verkacke. So, einmal hier und schön um die Minen rum. 7. 8. 9. 10. Da liegen noch welche. 11. Und 12. So, jetzt haben wir auch alle. Und jetzt ganz vorsichtig aufpassen, weil die haben eine relativ große Range. Dafür, dass die so klein sind. Und ich mag nicht da reinlaufen, weil, wie gesagt, sonst wird man wirklich bis zum Exzess hin und her geschleudert und das wollen wir ja natürlich nicht. So, jetzt können wir nochmal alle Quests abgeben und dann sind wir schon wieder fertig. Ja, ja, meine Lieben, das war's dann schon wieder. Aber wir kommen echt gut voran, muss ich sagen. Und Ashara ist zu Questen einfach nur so ends geil. Boah. Elternhaften an ihren Kindern, ein geiler Spruch. Okay. Starrt ihr mich an? Ja, ich starre dich an. So, wir können jetzt nochmal hier so einen Riesen töten. Ich glaube, das machen wir auch nochmal schnell. Ich kann ja dann, während wir den hier umhauen, schon mal die Abmoderation machen. Na? Oh, hier sind auch überall Minen. Nimm mal ein bisschen näher, okay. Zünden jetzt hier die BGG. Und wir haben noch gekriegt. Das heißt, wir können die Quest auch noch abgeben. Und während wir da hinlaufen, mache ich schon mal die Abmoderation. Ja, ich danke dir recht herzlich fürs Zusehen mal wieder. Wenn du Themenvorschläge hast, worüber wir mal so in dem hier in den Folgen reden können, einfach mal in die Kommentare hauen, da freue ich mich immer drüber. Und wenn du neu bist und dir mein Kram gefällt, dann lass doch einfach mal ein Abo da. Das würde mich auch ziemlich freuen. Und wir nehmen hier gerade noch die Quest an.
Und während wir hier unsichtbar in dem Camp hocken, sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.